Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Ja, du siehst an den Karten schon, irgendwas ist nicht ganz richtig. Ne? Ich spiele nämlich Kartenchaos. Und das spiele ich auch mit Garrosh und nicht mit Jaina, weil Garrosh noch leveln muss. Und ich den Krieger eigentlich ganz cool finde. Und deswegen spiele ich ihn. So, ich setze jetzt erstmal gleich die Münze, weil sowieso egal, ne? Und spiele hier meine beiden. Hoffentlich kommt was Gescheites raus. Ich habe heute schon ein paar Runden gespielt, tatsächlich. Und ein paar habe ich auch aufgenommen. Also einige sind auf alle Fälle auf meinem Kanal zu finden dann. Aber ich habe echt Pech gehabt mit dem, was ich dann so gezogen habe. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Glück ist nicht so ganz auf meiner Seite. Aber ja, so ist das manchmal. Und was habe ich hier denn? Jetzt guck mal, das ist auch ein... Ja, nee, ich will die jetzt erst hier spielen. Den lasse ich noch. Das war's. Ich will jetzt erst gucken, was da kommt. Ne? Weil ich habe so viel scheiß Karten gezogen schon mit denen. Also, das war irgendwie nicht so toll. So. Naja, es wird aber auch nicht besser. Also, ich sehe das schon. Es wird nicht irgendwie... Was ist das denn? Zieht eine Karte und für jeden verletzten, befreundeten Charakter. Na, ist natürlich auch gemein, ne? Guck mal hier. So. Da hat er Bananas. Bananas in Pyjamas. Kennst du die Serie Bananas in Pyjamas? Wenn nein... Bemühe YouTube, es gibt garantiert was. Das war eine Kinderserie früher, da war meine Tochter klein. Das waren Bananen in Pyjamas. Bananas in Pyjamas. Alter, wenn ich hier fertig bin mit der Runde, muss ich da mal gucken. Ob es da auf YouTube was gibt, bestimmt. Bananas in Pyjamas, ja. Da gab es mal was. So. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Vernichtet einen Verletzten. Ja, verletzt ist ja da keiner, weiß. Das ist ja auch irgendwie nix. Ist ja alles nix hier. Zieht eine Karte für jeden verletzten Befreundeten. Ich habe keinen verletzten Befreundeten. Ich frage mich, ob... Ach, komm schon. Oh, ja, komm. So. Weiter geht's. Bananas in Pyjamas. Also manchmal, ne, man assoziiert dann immer so Sachen. Und ja. Das ist schon eine sehr... Ich finde einfach die Idee mit den Spinnen so toll, ey. Ich muss es echt sagen. Ich finde die einfach ganz grandios. Ganz grandios. Aber es ist auch scheißegal, welchen Charakter du spielst. Ne? Es ist einfach echt scheißegal. Ich finde das echt lustig. So. So. Und dann mache ich hier... So. So. Genau. Und den möchte ich jetzt aber hier ins Gesicht. Das war's. Oh Gott, jetzt siehst du, das meine ich. Weißt du, bei mir gehen die Dinger kaputt und was kriege ich dann? Ein wütendes Huhn. Weißt du, also bitte. Also, ich meine, bitte. Das ist so, so geil, ey. Mann, 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 Mann. Aber gut, so ist es halt, ne? Ich kann es nicht ändern. Was soll ich machen? Dann habe ich halt ein wütendes Huhn. So. So viele Spinnen habe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Auf der Hand. Ich habe aber auch irgendwie keine schönen Karten gekriegt. Das gibt so coole. Yay! Jetzt habe ich zwei Hyänen. Ist doch auch schön. Gut. Die brauche ich immer noch nicht.
das brauche ich auch noch nicht. Aber doch, das, pass mal auf, das könnte ich ja eigentlich. So. Und so, ne? Dann kann ich die vernichten. Dann hat er da auch noch die zwei Hyänen. Aber, naja, gut. Mal, dann kann ich hier die nehmen. Und hier eine Karte ziehen. Das ist halt echt so geil, ey. So. Und dann hier ein wütendes Huhn. Ich habe ein wütendes Huhn. Alles klar. Weiter geht's. Mann. Jetzt hoffe ich mal, das ist so ein bisschen wie Wundertüte oder so, ne? Also ich meine, du spielst und hoffst, dass du was Gescheites kriegst, wenn die kaputt gehen. Mann, ey. Erhält plus 1 Angriff. Oh, das ist natürlich schon gemein. So. Ja, ist geil, oder? Also, ist schon echt episch. Ne, pass auf, ich mach das anders. Ich mach das so. Und guck, ob ich da eine coole Karte krieg noch. Natürlich nicht. Dann guck ich mal nochmal. Misch diesen Diener. Ach so, ja, den finde ich ganz gut. Ich bin zurückgekehrt. Ja, du bist zurückgekehrt. Da sind wir ja alle froh. Mal gucken, ob es da noch irgendwas Cooles gibt. Nee. Kann ich hier nochmal so einen spielen. Und dann hier mein... Ja, komm. Ich muss den Spross nehmen. Das ist egal. Alles klar. Jetzt habe ich auch wieder nichts, ne? Ich meine, und das meine ich, weißt du, was soll ich denn mit diesem blöden Oasenschnappkiefervieh? Alter, das ist doch echt doof. Na gut, ich kann es nicht ändern. Das ist ganz cool, wenn man noch viele Spinnen hat und den dann spielt, ne? Ich frage mich, ob... Das ist ganz nett, aber ansonsten, ja. Halt nicht so toll, ne? Also, naja. So ist das halt. Na, da wird überlegt auf der anderen Seite. Weißt du, man versucht ja auch irgendwie so das Beste aus den schrottigen Karten zu holen, die man dann so hat. Und das ist echt immer nicht so easy cheesy, finde ich. Ist immer nicht so leicht. Was kann denn der? Ach so, weil der... Ach so, der hat den erhöhten Angriff, ja. Und dann rennt einem die Zeit noch davon. Weißt du, das ist auch immer mies. Da überlegst du und denkst ja, Mensch, was mache ich denn nur? Und wie mache ich es am geschicktesten? Und mache ich das so oder mache ich das wie oder... Mache ich überhaupt irgendwas oder, ach, keine Ahnung. Und dann rennt dir die Zeit davon. Obwohl das eher so aussieht, vielleicht ist da gegenüber, also weil er jetzt gar nichts macht, ja, vielleicht abgestürzt oder so. Na, das wäre natürlich schon doof. Das, sowas ist ja blöd, weißt? Das ist ja doof. So. Ja, guck mal dann. Ja, komm her hier. So. Und so. Vielleicht krieg ich ja jetzt was total Tolles. Ja, krieg ich sogar. Oh, das ist geil. Alles klar. Na gut. Ach wie, der Gegner ist nicht mehr da. Ach Mensch, ist bestimmt rausgeflogen oder Computer abgestürzt oder so. Na, so möchte ich natürlich eigentlich nicht gewinnen. Das ist schon ein bisschen schade. Naja, gut, trotzdem lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und nehme den Sieg jetzt einfach mal so hin. Und danke dir an dieser Stelle dann fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und das nächste Mal dann, ja, sehen wir uns übermorgen, ne? Bis dahin, ciao, ciao.